Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Ich wollte gerade erst ganz kurz Dave the Diver sagen, aber dann habe ich mir so gedacht, so, halt, stopp. Das klingt nicht richtig. Was brauche ich als erstes? Also, eine Axt wirkt am vernünftigsten. Eine Schaufel danach. Oh, warte, ist das eine... Ist das so eine... rostige Schaufel? Ne, Schaufelstufe 1, das ist schon... verbesserter Oschi. So, wie schnell? Mann, ja, dann... gib mir jetzt her, du. Das ist jetzt, mein Shit. Wer damit? Jetzt noch die Spitzhacke. Ja, das war's erstmal. Oh. Ha. Was ist denn so ein Shit? Spitzhacke. Ach, die. Das ersetzt direkt das Alter. Das ist cool. Jetzt will ich mal wissen, wie man ein Beet macht. Kann ich nicht einfach auf meinem Gelände was anpflanzen? Das ist doch nicht so schwierig. Oder bin ich jetzt gerade dämlich? Das müsste doch überhaupt nicht schwierig sein. Also Real Talk. Der will mir keine Leichen mehr abbringen. Oder kann ich das hier machen? Feuerbestattungsort. Und das hier vorne rechts ist dann wahrscheinlich die Farm. Dann muss ich das benutzen, oder was? Ja, das ist der Garten. Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch... Ach, das ärgert mich ein bisschen, weil theoretisch müssten wir das doch gar nicht. Oben rechts sind Fledermäuse. Werde ich mir ziehen. Dann gucke ich mal, was sich hier befindet. Oh, was ist das denn? Stein. Was ist das? Mit kaputter Bienenstock. Oh, hier können wir Bienenwachs und so ein Shit herstellen. Ah, das ist sick. Das ist sick. Aber woher zum Teufel bekommen wir Lehm? Eine ganz einfache Frage. Beantworten möchte sie mir sie trotzdem keiner. Leute, das Lehm. Ich will endlich dieses Reparaturwerkzeug haben. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich krieg jeden Tag Panik, dass diese Gräber irgendwann zerfallen. Und das werden sie. Also das ist so sicher. Das ist so sicher. Hier war Bierchen drin. Oh, hier war gar nichts drin. Oh, hier noch irgendwas. Ja. Wieder mal Shit. Bestattungsurkunde haben wir auch mittlerweile 4 Stück.
Warum ist das eine Eisenrüstung, wenn wir dafür nur so Eisenbeschläge brauchen? Fragen über Fragen. So, bringen wir erstmal die ganzen Bestattungsurkunden weg. Holen uns dann das Recht für den Garten. Eigentlich so ein unfairer Shit, ne? Das ist so ein unfairer Shit. Fertiger Wissens. Was für Missionen habe ich überhaupt? Ist hier irgendwo eine Überblick? Ah, nein. Und das Leggy-Feld. Zack, 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 zack. Wirklich diese 3 FPS, die man da noch hat. Das sind die Strabben. Ach du Scheiße. Was ist denn das für eine Musik? So, Garten. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Ritos gefunden. Kannst du mir denn etwas darüber sagen? Oh, der Garten. Der wurde vom Händler in Besitz genommen, um genau jemandes Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu nutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Ah. Weiter zu. Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Es ist nichts rechtens, dir einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben, aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm regelst. Na klar, ich rede mit ihm. Er kommt jeden, um mit den Einwohnern zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Taverne. So, mein Lieber, der hat ja ordentlich an Geld zugelegt. Halleluja, guckt euch das mal an. Also kommt er übermorgen. Übermorgen kommt er vorbei und will das haben. Mhm, machen wir so. Jetzt gibt es noch ein bisschen ins Buggyfeld. Ich weiß nicht, ob das nur für mich so leckt, aber bodenlos. Können wir hier hinten eigentlich noch irgendwas machen? Ich brauche halt irgendwo hier auch Lehm. Ah, Werther, ich genieße die Luft hier. Sie hat etwas Rechtschaffenes. Es wärmt mir das Herz, dass wir hier bald eine weitere Hexe verbrennen werden. Momentan foltern wir sie noch. Heilige Scheiße. Aber Vergebung ist es wert. Dieses Mal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass keine Hexe unserer Rechtschaffenheit entkommt. Wir müssen hier noch ein paar Vorbereitungen treffen. Du kannst der Heiligen Inquisition helfen. Wir brauchen Brennholz für dir, ein schönes, warmes Feuerchen und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Das war dann mein Auto. Ich warte auf dich. Die Hexe läuft uns ja nicht weg. Sobald wir alles haben, verbrennen wir sie. Du ekeliger Bastard. Also der Dude ist mir auch persönlich unangenehm. Hexenverbrennung. Werde daran teilhaben müssen wahrscheinlich, ne? Wird kein Weg drumrum. Was war überhaupt unsere Aufgabe von dem Dude? Ich sollte Freunde machen oder was? Irgendwie irgendwas damit war es. Ich weiß es noch, aber ja, weiß ich auch nicht mehr, muss ich sagen. Kampfseil. Ach, wir haben ja jetzt Rechte von dem Garten. Jetzt dürfen wir den Garten reparieren. Beanspruchen. Leeres Beet.
Leeres Beet. Leeres Beet. Leeres Beet. Haben wir eine Reihe fertig. Das ist so geil, dass das so nix verbraucht, der ganze Shit. Das ist so eine gute Entscheidung, diese Sachen zu verbessern, ne? Das kann ich euch nur ans Herz legen. Jetzt müssen wir warten, bis die fertig sind. Oh, warte mal kurz. Ach, das ist nur die Map. Ich war gerade kurz sehr verwirrt. Anscheinend brauchen die auch kein Wasser oder so. Scheißegal. Oh, rostiger Hammer. Aber einen rostigen Hammer habe ich da jetzt schon, oder? Ich habe noch keinen rostigen Hammer. Ah, weiß ja, was ich jetzt bekommen werde. Ah, deshalb verbraucht das alles noch 3. Oh, wow. Das hätte ich zuerst machen müssen. Seht ihr? Jetzt braucht der ganze Shit weniger. Oh, ist das dämlich. Oh. Schaufelstufe 1, Spitzhacke. Und den restlichen Shit schmeißen wir hier rein. Könnten wir irgendwann nochmal gebrauchen, aber gerade erstmal nicht. Aber hier machen wir uns erstmal hier einen ordentlichen Batzen an. Ja, das braucht alles nur noch minus 1 und ist auch noch schneller. Alles geil, Leute. Wir brauchen halt diese Heiligkeitspunkte, aber die bekommen wir halt nicht. Da können wir ja richtig den Shit machen. So, was ist als nächstes? Was steht als nächstes an? Erstmal pennen. Aber danach müssen wir eine Predigt halten. Lass uns mal jetzt eine Predigt halten. Wo war dieses Heiligkeitsding? Ist das hier reingeschmissen? Na, ich hatte es, glaube ich, am Friedhof. In die Kiste reingeschmissen, ne? Ich glaube zumindest. Kann mich offen gesagt auch nicht dran erinnern. Irgendwann habe ich es irgendwo hingeschmissen, das weiß ich noch, aber wo genau und wann, das weiß ich nicht. Wie sieht das denn mit den Karottchen aus? Also, wie lange brauchen die, um fertig zu werden? Ja, da scheint sich auch noch nichts getan zu haben. Sind das Bärensträucher? Tatsache. Bärchen. Cool. Ich habe erst gedacht, was ist das? Aber jetzt. Das ist cool. Der dreckige Esel, ne? Der bekommt was so viel zu fressen, dass er 12 verkackte Samen in seinem scheiß Kot drin hat. Auch nur in einem Oschi, den er da fallen lässt. Und dann will der von mir noch mehr Geld haben, ne? Irgendwas stimmt mit dem Halunken nicht. So.
Nee, ich hab's genau um einen Tag verpasst. Oh, um einen Tag. Das kann doch wohl nicht sein. Wie kriege ich dich? Okay, ich muss einen Studiertisch. Ist das kein Arbeitstisch hier vorne? Arbeitstisch, doch. Nein, ich hab das alles verschwendet. Ich hab den verkackten Shit. Aber wie bekomme ich die? Wie bekomme ich Wissenschaft? Landschaft, Bücher schreiben. Journalist. Du bekommst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Kombiniere diese und du hast eine Geschichte. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialog. Erstellen Kapitel. Ich habe Kapital verstanden. Ich war gerade ganz kurz sehr verwirrt. Tinte. Trotz des Glaubens, Kirchenbank. Kirchenständer. Für einen erfolgreichen Zeremonie benötigt für jeden, die mit ehrlichem Handwerk ihren Lebensunterhalt verdienen. Also war ziemliche Wucher, ne? Auch irgendwoher. Können wir nicht hierher? Schalten wir Dittmann alles frei? Wessen Leiche ist das denn? Sollten wir die nicht aus dem Weg räumen? Ich weiß nicht, aber sollte hier eine Leiche rumliegen? Irgendwie wirkt es für mich auch so, als wäre der ganze Raum, als wären die ganzen Räume hier voll mit Leichen. Warte. Ach, da oben rechts kam der Ork oder was das war. Ja. Meine ersten. Aber was, wenn ich die jetzt umsonst ausgebe? Was, wenn ich jetzt nichts davon bekomme? Oder ich kann Bücher kaufen? Ich kann nicht Bücher kaufen. Muss ich nicht direkt schreiben? Dann kann ich nämlich auch Bücher kaufen. Okay, wir gehen noch einmal kurz rüber. Gucken, ob wir irgendwo ja Bücher bekommen. Ja, komm. Leck mich, du Leckfeld. Irgendwo müssen doch gebildete Leute sein. Der Mönch sieht sehr gebildet aus. Mit dem kann ich aber nicht reden. Töpfern. Töpfert man nicht mit Lehm? Handeln. Ich will keine Keramikschüsseln, du alte Schachtel. Ich will Lehm.
So. Der Schmied hat keine Bücher, ne? Nicht jetzt. Der Schmied hat nichts, was ich gebrauchen kann. Hier sind nur Eier. Normales Haus. Normales Haus. Ich bin eine Wache im Dunkeln. Hat er gerade legit einfach das gesagt, was er ist? Milcherzeugnisse. Ah, ich bin Triss. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram kannst du meinen Bruder Cory besuchen. Das sind definitiv Brüder. Yep. Wo bekommen wir Glauben her? Wo bekommen wir diese Glaubenspunkte? Sobald wir die haben. Oh, der sieht ziemlich weise aus. Wo rennst du hin? Ach, das ist ein Astrologe. Wo rennt er hin? Der Weg in die Stadt ist versperrt. Du brauchst einen Passierschein. Dafür brauchen wir einen Passierschein. Ah, okay. Das macht mich sehend. Oh ne, Sache. Oma ist natürlich auf einem Hügel, ne? Sollte Oma sonst sein? Ah, und wenn wir einen Passierschein haben, dann können wir mit Hilfe des Passierscheins in die Stadt. Und in der Stadt können wir Bücher kaufen. Ah, jetzt bin ich erleuchtet. Ah, dass man das auch nicht weiter erklärt bekommt, finde ich ein bisschen osi. Die Musik spielt schon wieder ein Banger. Das gleiche. So. Ich will erst Holzfäller machen, dann können wir die ganzen großen Bäume loswerden. Aber jetzt erstmal nicht. Gespeichert. Würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.